Kann doch nicht so schwer sein. Oder doch? Oder nein? Vielleicht? Ich weiß ja nicht. Ah, diesmal schaffen wir es. Ganz bestimmt. Oder halt auch nicht. Hätte ich mal doch den einfachen Schwierigkeitsgrad gewählt. Ja, einfach wäre wahrscheinlich einfach zu einfach. Darf halt auch nicht immer zu weit von ihr weg sein. So, so ist eigentlich eine gute Position. Ah, ja, super. Aber, ja, genau. Warte, warte. Ey, wie die Raketenwerfer eigentlich relativ wenig Schaden auf sie machen. Habe ich so das Gefühl zumindest. Na. So, endlich, meine Güte. Ist Toroko jetzt tot oder nur besiegt? Defeated Rebel Toroko. Puff. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Er guckt die roten Flowers an, nicht? Dann sprich mit King. I can't help you anymore. Will you avenge me? Oh nein, er ist auch tot. Wir kriegen ein Schwert. Obtain the blade. Oh nein, jetzt sind die tot. Wow. Aber, das geht doch nicht. Klein Kaninchen. Oh yeah, sie sind tot. Ah ne, der ist schon wieder. Sorry. You're still alive. There was one back then too. A tough little robot like you. There will be no end to this if we try to take you head on. I'm sending you to the labyrinth. Also jetzt sollen wir so ins Labyrinth kommen, ja? And you too. Uh-huh. Oh. That was refreshing. You've hit the ground floor. Where is this place? I don't know. Wir können hier auf jeden Fall mal speichern und das werde ich sowas von tun. Warte mal. Ach, hier komme ich jetzt auch gar nicht. Ich habe ja nicht mal meinen Boost hier. Was ist mit dir hier? No response. Ah ne, das ist von mir, okay. Das ist ein deaktivierter Roboter. You were thrown down here by the witch. Misery too. Poor little guy. The island's junk is stored here. Once you're in here, you'll never be able to get out. Was ist mit dir? The switch for this door is supposed to be all the way up top. But the footing's real bad. I've fallen so many times that I've broken my neck. Also müssen wir hier jetzt irgendwie hochkommen. Erfahrungspunkte. Damit ich einfach hochkomme. Nicht? Brauche ich noch ein paar. Also jetzt fange ich auch noch an hier zu schießen. Das ist halt so lustig. Ah, kann ich auch abschießen, das ist gut. Do you want to save? Yes, I want to save. Auf jeden Fall. Nicht, dass ich hier den ganzen Kaps nochmal machen muss. Gut. Ja. Aber. Fängt ja schon wieder gut an. Aber sowas von gut. So, das sieht doch schon besser aus.
natürlich springe ich hier jedem Erfahrungspunkt hinterher, damit ich dann gleich wieder mein Dingens hab hier. Damit ich hier hin und her schwimmen kann. Schwimmen. Fliegen. Düsen, keine Ahnung. Ja, klasse. Soll ich den da am besten erledigen? So ungefähr. So, Pi mal Daumen könnte das klappen. In der Umsetzung muss ich vielleicht noch ein bisschen was arbeiten. Ich halt auch unbedingt den Erfahrungspunkten hinterher jagen will. Aber ich habe dann. Ist eventuell ein bisschen einfacher, außer ich verkacke dann. Wenn ich dann nämlich wieder getroffen werde, du, dann ist aber zappenduster, du. Na. Komm hier hoch. Ja, es klappt so nicht. Ja, jetzt hat er nur ein Herz gedroppt. Ja, na, so. 0 Konzentration hier. So wie immer. Ist natürlich schlecht. Weil Angst, dass er mich trifft und dass ich dann halt wertvolle Erfahrungspunkte verliere. Wodurch mein möchtegern Jetpack hier dann nochmal ein bisschen auf sich warten lässt. Und das muss ja nicht sein. Ah, das war der Kopf. Ah, das war schon wieder der Kopf. Au, oh, scheiße. Ja, scheiß drauf. Wenn ich das bis jetzt nicht hingekriegt habe, kriege ich das gleich auch nicht mehr hin. Oh, was haben wir denn da Feines? Ah! Da kommt einfach so ein Stein an und meint, sich bewegen zu müssen. Ich glaube, mein Schwein verhöft. Das gibt's doch nicht. Nee, echt nicht. Das gibt es doch nicht. Nein. Oh, ihr Drecksäcke. Ja, fällt nicht runter, ne? So, ihr aber jetzt hier, ne? Ne, ich hab's fast. Ich hab fast wieder das Level voll. Und damit komme ich dann viel einfach nach oben. Darf mich halt dann nur nicht erwischen lassen. Irgend so ein Scheiß. Ja, ein Herz. Besser wie nichts. Na ja, gut, noch ein Herz. Ja, klasse. Ich bin so ein Jump'n'Run-Experte einfach. Man sieht es mir einfach an. Wieder nur ein Herz gedroppt. Ah. Schade. Nun gut. Erledigen wir dich halt hier. Das geht heute noch. So, dann hier auch nochmal. Ich. So, und dann auf jeden Fall den Container hier mitnehmen. So, und damit bekomme ich jetzt wie viel Leben mehr? 5. Ist gut. Ich freue mich jedes Mal über 5 Lebenspunkte. So, und wenn ich jetzt da hochgehe, dann ist halt schlecht. Ne? Außer. Ja, bin ich dann so instant tot. Ist
ja kacke. Wir sollen jetzt hoch. Außer ganz schnell. Ah. Okay, also die alleinige Berührung vom Stein ist gar nicht schlimm. Nur halt zerquetscht zu werden. Okay. So ungefähr zerquetscht zu werden. Es ist nicht wahr. Alles würde mir nicht passieren, hätte ich hier mein Dingens. Ich baller einfach alles tot hier. Aber so wird das nichts. Ja, so ist schon besser. Wenn alle Punkte einfach mal nach unten droppen würden. So, die nächsten. So, jetzt sollte ich aber, wenn ich jetzt nicht getroffen werde, gleich mal wieder Level 3 vom Maschinengewehr haben. Nein! Ah! Fuh, you! Ich sehe das schon. Wir werden jetzt hier die Folge nur versuchen, jetzt irgendwie hochzukommen. Na! Ah. Ich hasse es, wenn alles nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, super. Raketenmunition. Bist mir auch einer. Gut. Jetzt einfach... Alter. Fängt er an, mich da zu treffen. Dachte, da war ich dann sicher. Also kann man sich irren. So kann man sich irren, liebe Leute hier. Willst du mich verarschen? So. Dann hier runter. Und mitnehmen. Das Gedöns. So, und versuchen wir nochmal hier jetzt irgendwie das Ganze zu überleben. Nein! Nein! Oh, nein! Oh, Leute, es kann doch nicht wahr sein. Warum? Warum? Achso, weil ich es bin, ne? Bin schon scheiße in sowas. Besonders beim ersten Mal und so. Nein, 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 nein. Muss ja gar nicht sein. Okay. Wir haben es geschafft. Do you want to open the door? Ja. Fuck, ja. So, dann gehen wir wieder runter. Der Weg nach unten ist immer einfacher als nach oben. Feiern wir ab. Auf jeden Fall. I want to save. So, und dann jetzt durch da. Labyrinth H. Hier haben wir The Mangled Remains of a Robot. Was ist auch immer das für eine komische Schabe ist hier. Ist mir schon explodiert. Hätte ich aufpassen müssen, auf jeden Fall. Bestimmt kommt gleich hier der von rechts jetzt angedingst. Nein. Oh, der kommt allerdings, okay. Okay. Uah. So. Labyrinth W.
Ja, ihr wollt mir doch alle verarschen! Alle verarschen! You have died. One more time. Okay. Ganz ruhig bleiben. Alles ist in Ordnung. Die Welt ist okay. Gerade noch so. Ja, gut, nicht. So, wir warten und warten und warten. Springe hier rüber. Und wieder hier durch. Die Passage weiß ist eigentlich gar nicht so schlimm. Mit minimaler Konzentrationsaufwand. Diese hier wird schon schlimmer. Weil ich mich gerne von sowas treffen lasse hier. Ah, na gut. Ist halt so, ne? Aber da ich auch die Geschütze hier wegschießen kann. Das geht schon, warte mal. Einfach mal hier alles runterschießen, was man so hat. So. Was auch immer das für komische Viecher sind hier. Die sind mir nicht geheuer. Wir sollten vielleicht erstmal in die Tür eingehen. So gucken, was wir da haben. Uah. Ah. Was? Seid ihr Freunde? Freund oder Feind? Ich will mal mit dir reden hier. Ja. Yeah. I want to eat Mimiga. What's that scent? I faintly smell Mimiga on you. Nur sicherhin, dass sie auch alle Freunde sind? It was ages ago. A witch lived alone in solitude here on this island. That witch would ultimately use her magic to create this labyrinth and confine us Gaudi within. Gaudi, keine Ahnung. Was mit dir? Ever seen the outside of this island? It's floating high up in the sky. How the island happens to float? The secret to that is hidden deep inside this labyrinth. Ja, und wie es dann hier mit dem Labyrinth und sowas, dessen Geheimnis und sowas weiter aussieht, gucken wir uns dann beim nächsten Mal ein. Bis dahin, viel Spaß euch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.